Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen Griller. Ja, ich guck bedeppert, ihr guckt bedeppert, wenn ich euch jetzt das Rezept sage, und zwar Gyros-Hähnchen. Keine Ahnung, was der Marco wieder uns hier gezaubert hat. Schaut es euch an. Viel Spaß. Klingt einfach, ist einfach, aber es ist verdammt lecker. Viel Spaß. Wir starten dann wie gewohnt am Brett mit den Zutaten für unser griechisches Hähnchen-Gyros. Die Zutaten heute überschaubar, aber doch dennoch intensiv. Hier in der Schüssel links befindet sich griechischer Joghurt. Hinten rechts haben wir ausgelöste Hähnchenkeule, diesmal ohne Haut. Hier vorne rechts seht ihr etwas geriebenen Knoblauch, eine richtig gute Menge, das sind glaube ich 15 oder so. Und würzen werden wir das Ganze mit unserem Gyros-Gewürz. Unsere erste Amtshandlung ist, dass wir unseren griechischen Joghurt hier etwas Geschmack bieten. Und zwar geben wir hier eine gute Menge von unserem Gyros-Gewürz hinein. Ihr wisst ja, die genauen Mengenangaben werden euch im Video nochmal angezeigt. Und der Knoblauch. Wichtig hier, geriebenen Knoblauch. Macht das wirklich, reibt den Knoblauch immer noch besser als 10 oder Stücken oder kleine Würfel. Also wirklich reiben und da habt ihr mehr davon. Das Ganze wird jetzt alles schön miteinander verrührt. Der Joghurt, die Gewürze, der Knoblauch ordentlich miteinander verrührt, kommt jetzt unser Hähnchenfleisch hier hinein. Das können wir direkt hineinwerfen. Und wenn das geschehen ist, wird das alles bloß schön untergehoben, sodass von dem Joghurt überall was, oder dass das Fleisch ordentlich mit unserer Joghurtmasse bedeckt ist. Und wenn das geschehen ist, kommt das jetzt für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank. Die Marinierzeit unseres Fleisches ist jetzt vorbei. Ich habe den sogenannten Deckelheber, Rippchenhalter, also von Ikea, kennt ihr ja den Deckelheber, genommen und mir eine Schale drunter gelegt, eine feuerfeste. Und jetzt legen wir das Fleisch, stapeln wir sozusagen hier rein. Und ja, ich habe heute Handschuhe an, weil das eine absolute Sauerei ist. Und wie ihr es natürlich auch vom Mauern kennt, werden wir auch hier das Fleisch mit Versatz hineinstapeln. Und zwar einmal quasi für längs oder für quer von euch aus gesehen. Und dann nochmal für längs, dass das eine richtig schöne, kompakte Fläche ergibt. So, liebe Freunde, wie es so ist, man macht sich immer fiesen Kopf, wie man das zurecht macht. Dann kommt die Frau vorbei und hat doch wieder eine bessere Idee. Wie ihr hier seht, habe ich das alles nochmal umgemodelt. Ich habe hier die Kastenform, so eine normale, handelsübliche Kuchenkastenform genommen und habe dort jetzt das Fleisch hineingestapelt. Somit ist das ringsrum geschützt und kann uns dann auch nicht auseinanderlaufen. Ich denke mal, wenn das dann fertig gegart ist, brauchen wir die Form bloß stürzen und können uns dann unsere Gyrosstreifen unterschneiden. Aber genau, das machen wir gemeinsam. Die ganze Sache kommt jetzt erstmal in den indirekten Bereich bei 180 Grad auf den Grill. Wie lange, das erfahrt ihr am Ende dann nochmal. So, ich habe das jetzt vom Grill runtergeholt. Es waren jetzt doch letztendlich 1 Stunde und 5 Minuten bei 175 Grad. Ja, Kerntemperatur haben wir erreicht von 80 Grad. Ich nehme jetzt was raus und wir sehen uns nochmal kurz beim Verkosten. So, Freunde, ich habe mir mal etwas von unserem Hähnchen abgezwackt zum Verkosten. Der Geruch war schon sensationell. Es ist zart, es ist saftig, es ist würzig, genau so wie es sein soll. Also das ist definitiv zum Nachmachen empfohlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, damit verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Sachsengriller André in Abwesenheit und der Marco vor der Kamera. Bis dahin, ciao und bleibt gesund.